Herren, wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Gerne bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dadurch, dass mein letztes Mal, ich sehe gerade hier, dass das alles gerade durch Kabelbinder gehalten ist. Oder? So ähnlich wie Kabelbinder. Dadurch, dass mein letztes Mal einen Bug oder einen gewollten Bug oder was auch immer gefunden haben oder gehabt haben oder... Wir können einfach den Drescher und den Hänger voll machen. Ist das nicht geil? Jetzt ist eben bloß die Frage, was hier was hat. Und das hier? Ich weiß eben jetzt nicht, was was ist. Deswegen, wir laden es einfach mal in unser Silo rein. Und wenn wir es benötigen, dann können wir es einfach abladen. Also das ist Hafer hier drin, okay. Das ging doch bei, also bei Paluten ging das. Der ist einfach drüber gefahren und abgeladen. Und warum geht das bei mir nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder war ich nicht richtig drüber? Jetzt. So, dann lädt das ab. Das heißt, wir haben im letzten Part einen kleinen gewollten Bug entdeckt. So, wir brauchen jetzt... okay, das ist richtig scheiße. Wer auch immer gerade Probleme hat. Guck mal, der hat hier auch die Hälfte vergessen. Ja, wenn wir das mal kurz mitnehmen. Wenn wir schon mal übernommen haben. Und dann werden wir uns den Anhänger holen. Weil der ist ja doch schon voller als voll. Genau. Nehmen wir das eine Stängelchen noch mit? Ja. Nee. Och, leg mich doch, Spiel. Jetzt. Sondern ist der nämlich fast schon voll. Also fast ist schon gut gesagt. Also der... Das ist ein Riesenfeld. Und wenn ich das Ex alleine wegfahren würde, ich wäre ja Millionär. Oh, genau. Hat fast einen vollen Tank. Deswegen fahren wir jetzt mit unseren Krampel. Mit unseren New Hollander. Den jetzt abholen. Die müssten, glaube ich, 80.000 reinpassen. Deswegen heißt es auch 80. Das heißt 10 Ladungen vom Drescherchen. Wir beeilen uns mal kurz. Also... habe ich um Umleuchten, ja, das ist das Wichtigste bei so einer Fahrt. So einer wie Mensi-Fahrt, dann ist das natürlich ganz wichtig. Also das Datum stimmt natürlich auch nicht. 1.20. Also 20.10.17. Also selbst wenn das Spiel es ist ja 18 rausgekommen. Weil das ruhig auch mindestens 18 da sein können. Hat keinen Platz um Paletten. Ja, das würde mich mal interessieren. Da hat war auch bei Paluten der Bug gewesen mit den Schafen. Und auf einmal waren dort volle Dinger da. Man kann aber keine Paletten so hinstellen. Ist jetzt für mich eben die Frage, wie ich das machen muss. Ich bin eigentlich beschadet, da ist dort unten der Helfer. Unten reinfahren müssen am besten. Da wird es am kürzesten, da wäre ich jetzt schon fast da. Ich fresse mir meine Fresse auf. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich auch nicht auf die Uhrzeit geguckt, wann ich übernommen habe. Mit dem letzten Part.
Ach Leute, das gibt es nie. Wenn sie hat Probleme, nur noch Probleme, das gibt es noch nie. So, gucken wir mal, was hier alles reinpasst. Ja, wir fahren jetzt hier einfach drüber. Den genauen Eingang, der ist auch nicht 1A gemacht. Oh, wenn sie ist unterwegs, keine Angst, mit einem Camper. Okay, eine Plattform, Leute. Aha. Ein Zug, das wird bestimmt noch ein paar interessante Sachen, die dort geben würde. Dann sagen wir mal, ich habe 40 angefangen, 16:40. Können wir gleich mal gucken. Ja, schaut uns das System nicht aus. PC nicht ausschalten. 18% ist jetzt okay. Dann wollten wir erstmal Anhängerchen. Anhänger. Nee, zurück. Wir haben jetzt den Krampe für ihn 50.000. Der hat 39.000 Liter. Nee, wir haben... Haben wir den? Klar müssen wir den haben. Einen anderen Krampe sehe ich hier nicht. Krampe Bandit oder den Krampe? Und wir haben... Einfach wieder eingeschalten. Wir haben den Bandit 750 dran. Oder Bennett 750, keine Ahnung wie man das aussprechen soll. Der hat 39.000 Liter, genau. Genau. Können Fruchtarten transportiert werden. Gibt es aber auch nie so viele, die eben nur bestimmte. Damit wird es bestimmt noch interessant mit den Anhängern. Dafür passen auch wieder die Amis Fahrzeuge dazu. Ich wollte noch was gucken. Mischstreuer, Güllefässer, Striegel, Forst, Einzelkorn, Dünger? Nee, Dünger nicht. Doch, obwohl, das ist... Ist das dort der Kalk? Das müssen wir mal gucken. Weil ich das nämlich nicht weiß. Grundlagen, Stroh, Tiere, Forst, Produktionszusammenfassung, Dünger. Ach, das ist Gerstereste? Aha. Genau, hier, kannst palettenweise. Unkrautvernichtungsmittel. Kalk kannst du... Okay, das ist Kalk. Das ist Unkraut. Okay. Das heißt, nochmal zum Klartext. Düngetechnik, wir bräuchten 39.000. Zum Kalk. Das ist schon zu teuer, oder? Ertragsverbesserung. Und dann gibt es den bestimmt hier. Nee, Zuckerrohr. Oh, das müssen wir noch so machen. Ach, leck meine Eier. Big Bag Sun. Saatgut, Kalk. 450. Für 2000 Liter. Wenn wir das Geld bloß hätten, wäre es ja in Ordnung. So, wir gucken mal hier nach den Tierchen, was das hier soll. Warum die keinen Platz angeblich haben. Also hier würden ja eigentlich die Paletten hinkommen. Nächstes Tier, Reproduktion. Okay. Sauerkeit. Also Gerste fehlt wohl ein bisschen. Das ist noch ein Scheißbereich. Da können wir ja jetzt nochmal persönlich mit uns einen kleinen, keine Ahnung, wie das sich Fahrzeug nennt, fahren. Genau, die waren ja 100%. 100, 100, Haarer, genau. Und 100, 100, Haarer, genau. So, mit dem werden wir jetzt mal schnell noch, ein bisschen
Wie ist das gleich? Kommen die überhaupt damit jetzt hier drunter fahren? Jo, klappt. Weizen. Wir werden hier Weizen jetzt rein, genau, starten. Bringt eigentlich nicht viel mit dem Kleinen zu fahren, aber wozu soll man den nun sonst nutzen, nicht wahr? Und die nächste Fuhre. Es hat uns, glaube ich, doch schon einiges erleichtert. Mit dem Herbringen. Ja, das ist wieder. Ist das wie in dem Berg oder was? Hätte man die nach oben von nach unten fahren? Vorhin, das Spiel sagt ja, die Hersteller sagen, die haben das ja verbessert mit dem Helfer. Sehe ich bis jetzt noch nicht so richtig ein. Oh, wir werden nochmal einen Helfer rausnehmen. Und wenn hier die kleinen Stückchen noch schnell mal mitnehmen. Genau, dann werden wir hier wieder einen Helfer einstellen. Weil die das ja sehr gut können. Da sind wir fertig. Der könnte eigentlich... Hier können wir eigentlich schon mal rüber zum Hafer fahren. Lang wird das ja auch nicht mal dauern. Dann ist der Hafer auch fertig. Bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Feldfrüchte. Wachstum. Genau. Ist so in den letzten Stüfchen hier drinne. So, wir wollen ja noch das hier schnell machen. Und ein paar Gramm Weizen hier rüberfahren. Eigentlich ist es bescheuert, wir haben gerade Weizen abgeerntet. Aber das sage ich ja niemandem, nicht wahr? Wozu auch? So. Wir brauchen auch noch so ein Reinigungsshit. Also so ein Universal-Gedöns. Das werden wir im nächsten Part kaufen. Und denn ich würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gib mir noch einen Daumen. Wenn ich einen Daumen nach unten schalten könnt, darauf natürlich mehr davon sehen wir auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mensch Rot. Ciao, ciao.